Der alte St. Matthäus-Kirchhof ist einer der historisch bemerkenswertesten Friedhöfe Berlins. Die St. Matthäus-Kirche, die am 17. Mai 1846, er liegt ja auf dem schönen Berg, das berühmte Gemälde von Adolf von Menzel und das Gelände des künftigen Kirchhofs gut zu erkennen sind, die große Nord-Süd-Achse. Ist der alte St. Matthäus-Kirchhof mit all seinen zeittypischen Grabanlagen in seiner Gesamtheit unbedingt erhaltenswert ist. Nun aber lassen Sie uns unsere Exkursion beginnen. Wir treten durch das Eingangstor und gleich rechts von diesem befand sich das einzige Verwaltungsgebäude, die der italienischen Renaissance erbaute Friedhofskapelle. Klaus Schenkgraf von Stauffenberg, Oberst und Widerstandskämpfer. Er führte eigenhändig das Attentat vom 20. Juli 1944 auf Adolf Hitler, der sogenannten Operation Walküre, beteiligt. Wegen eines Besuchs des italienischen Diktators Mussolini. Das ist der Schauplatz des verbrecherischen Anschlages. Stauffenberg und von Haften rechtzeitig die Wolfschanze verlassen. Erst jetzt, fast drei Stunden nach dem Attentat, wurde die Operation Walküre ausgelöst. Wurde heute ein Sprengstoffanschlag verübt. Und standrechtlich erschossen. Der Gedenkstein aus dunklem Granit hier auf dem Matthäuskirchhof erinnert an diese Ereignisse. Die 19. Station. August Karl Eduard Kiss, Bildhauer. Danach erlernte Kiss in der königlichen Eisengießerei in Gleiwitz den Beruf des Medailleurs. Anschließend arbeitete er im Atelier von Christian Daniel Rauch, die ihn auf einen Schlag über die Grenzen Preußens hinaus bekannt machen sollte, als großes Tonmodell auszuführen und ein Jahr später die Aufstellung vor dem Alten Museum in Berlin. Nach der Weltausstellung trat das Ausstellungsstück per Schiff die weite Reise über den Atlantik an. Ein Amerikaner hatte sie gekauft. Ursprünglich im Hof des Berliner Stadtschlosses, im Nikolaiviertel gefunden. Krönt die große Kuppel des Schweriner Schlosses. Auch die Grabmedaillons an den Grabsteinen von Karl Friedrich Schinkel und Christian Daniel Rauch, seine letzte Ruhestätte hier auf dem alten St. Matthäuskirchhof. Nach dem Abitur studierten beide dann an der Kulakschen Akademie für Tonkunst in Berlin. 1869 debütierte er erfolgreich als Pianist in der Berliner Singakademie. Sein erstes großes Werk, die polnischen Nationaltänze, dessen bekanntester Schüler Otto Klemperer war, lernte er bei einem Sommerurlaub auf Rügen Johannes Brahms kennen. Im gleichen Jahr heiratete Xaver Schawenka seine Schülerin Zenaide Gusev. Auch hier in New York gründete er ein Konservatorium. Seine Oper Matthias Winter stand lange Zeit an der Metropolitan Oper in New York auf dem Spielplan und veröffentlichte Anfang des 20. Jahrhunderts das Lehrbuch Die Methodik des Klavierspiels. Auf beider Grabanlage steht eine bemerkenswerte, lebensgroße Plastik aus Muschelkalk, sondern auch, weil seine Mutter Polin war. Die vierte Station. Bethel Heinrich Strussberg. 1862 eine Konzession zum Bau der Eisenbahnlinie Tilsit-Insterburg in Ostpreußen. Strussberg war auch Herausgeber der von ihm 1866 gegründeten Tageszeitung Die Post. Die Finanzierungsmethode Strussberg war so einträglich, Strussberg musste sich mit großen finanziellen Verlusten aus dem Geschäft zurückziehen. Der liberale Reichstagsabgeordnete Eduard Lasker zum Exempel für die unredlichen Machenschaften. Überstand Strussberg verhältnismäßig glimpflich, begann sein wirtschaftlicher Abstieg und fand hier im aus roten Ziegeln gemauerten Familienmausoleum seine letzte Ruhe. Die 12. Station. Minna Kauer. Pädagogin, Journalistin und Frauenrechtlerin. Nach dem Tod ihres Mannes machte sie eine pädagogische Ausbildung. Dort veröffentlichte sie unter dem Namen Minna Kauer weithin beachtete Aufsätze über Rachel Warnhagen und andere berühmte Frauen und für eine freie Berufswahl des weiblichen Geschlechts ein, die als erste bürgerliche Partei in Deutschland das uneingeschränkte Wahlrecht für Frauen forderte. Für Kauer wurde diese Zeitschrift zum Lebenswerk. In zahllosen Leitartikeln verfocht sie leidenschaftlich die Ziele der Frauenbewegung. Als Minna Kauer am 3. August 1922 in Berlin starb,
war ihr Lebensziel, das Wahlrecht für Frauen, verwirklicht. Der schlichte Grabstein wurde ursprünglich von einer Bronzebüste gekrönt. Diese ist aber nach dem Zweiten Weltkrieg gestohlen worden. Max Bruch, Dirigent und Komponist. Der junge Max trat bereits als Elfjähriger mit größeren Kompositionen an die Öffentlichkeit. Von 1853 bis 1857 studierte er dann Komposition, das Violinkonzert Nummer 1, das sich schnell einer ungeheuren Popularität erfreute. Bald darauf heiratete er die Sängerin Klara Tutschek und unterrichtete eine Meisterklasse für Komposition an der Preußischen Akademie der Künste zu Berlin. Zeitgleich bearbeitete er Volkslieder für Männerchöre. Zusammen mit seiner Frau Clara liegt er hier auf dem alten St. Matthäus-Kirchhof begraben. Musik ist die Sprache Gottes. Und der Kohl Nidrei, einem Konzertstück für Violoncello und Orchester. Wurden seine Kompositionen während der Nazizeit in Deutschland verboten. Rudolf Virchow, Arzt und Politiker, begann 1839 an der Berliner Militärärztlichen Akademie. 1848 untersuchte er im Auftrag der preußischen Regierung eine pathologisch-anatomische Sammlung aus, begründete Virchow schließlich seinen Weltruhm. 65 zum Duell. Der Abgeordnete Virchow hat das Wort. Herr von Bismarck und Herr von Rom, ich habe nicht gesagt, dass Macht vorrecht geht. Rudolf Virchow gehörte auch zu den Mitbegründern des Völkerkunde- und Ethnologischen Museums in Berlin. Er war ein Freund und Förderer von Heinrich Schliemann, dem Entdecker von Troja. 1902 im Alter von 81 Jahren den Namen seiner Frau Rose, die mit ihm hier zusammen begraben liegt, enthält. Die achte Station. Alfred Messel, Architekt. Von 1874 bis 1878 an der Berliner Bauakademie Architektur. Anfänglich war Messel ein Vertreter des Historismus. Als sein Hauptwerk gilt das Warenhaus Wertheim am Leipziger Platz in Berlin, bei einer Fassadenlänge einer Leipziger Straße von 243 Metern. Die 1899 entstandene Villa Wertheim in Berlin-Grunewald, das 1902 errichtete Gebäude des Lette-Vereins, die im Büro von Alfred Messel entworfen wurden. Am 24. März 1909 starb Alfred Messel in Berlin. Die 18. Station. Jakob Ludwig Carl Grimm, Sprachwissenschaftler. Hanau, das Licht der Welt. Sein Professor und Mentor war Friedrich Karl von Savigny, Privatbibliothekar beim König von Westfalen. 1814-15 nahm er am Wiener Kongress teil, Professur an der Universität Göttingen. Dieser Protest richtete sich gegen die Aufkündigung der liberalen Verfassung durch König Ernst August von Hannover. 1841 folgte er dem Ruf des preußischen Königs Friedrich Wilhelm IV. Nach Berlin. 1848 als Abgeordneter auf einem Ehrenplatz. Diese Herkulesaufgabe wurde erst 1961 beendet. Jakob bearbeitete dabei die Buchstaben A, B, C und F bis zum Wort Frucht. Durch ihre gemeinsame Sammlung der Kinder- und Hausmärchen, die in zwei Bänden erstmals 1815 veröffentlicht wurden, das bis heute als erste Lautverschiebung bezeichnet wird. Jakob Ludwig Carl Grimm starb am 20. September 1863 und wurde neben seinem Bruder auf dem alten St. Matthäus-Kirchhof beigesetzt. Thank you.